Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier. Ich habe mir einen neuen Filter zugelegt und den wollte ich euch heute mal näher vorstellen. Also ich habe den für mein Objektiv gekauft. Das ist auch ein Carl Zeiss Objektiv, was aber erst demnächst kommt. Und den Filter habe ich mir ist schon vorher gekommen und den will ich euch gerne mal vorstellen. Ich habe mir schon andere angeguckt von Valimax und Hoya, aber letztendlich für Carl Zeiss entschieden, weil das Objektiv auch von Carl Zeiss ist, also Sony Carl Zeiss. Und wenn das demnächst kommt, werde ich es auch mal ausführlich hier auf dem Kanal vorstellen. Doch jetzt erstmal der Filter. Ich habe für den Filter mit ein paar Rabatte knapp 65 € bezahlt. Direkt bei Carl Zeiss kostet der knapp 80 €, also 79 €. Das ist eine Menge für einen Filter. Ja, für mich ist ein Filter eigentlich nur ein Schutz. Mehr nicht. Schutz vor der Linse. Und ja, wenn man 1000 € für eine Linse ausgibt, dann investiere ich das auch noch rein, damit auch die Qualität erhalten bleibt, wie die anderen UV-Filters von Valimax oder Hoya sind. Ja, alle kann ich nicht sagen. Hoya habe ich schon mal probiert, aber war nicht so meins. Daher auch dieses hier. Das mache ich jetzt auch einmal auf. Also hier sieht man einmal die Aufschrift. 67 mm. Und hier ist sonst nichts mehr. Hier steht einmal Made in Japan. Hier ist die Adresse von Carl Zeiss. Oberkochen, Germany. Das mache ich jetzt einmal auf. Einmal der riesen Schminkkoffer. Dann noch Anleitungen. Mit Werbung für andere Filter noch. Polarfilter. Und in verschiedene Sprachen. Also ist ganz schön groß, das Teil hier. Auf den Bildern sah es ziemlich klein aus. Hier haben wir dann den Knopf, dem es aufgehen sollte. Ja. Also gut gepolstert ist es. Gerade mal, den man abmachen muss. Ist das, denke ich, in der Tasche ein sehr guter Schutz für unterwegs. Ist der Filter an sich, der doch schon ziemlich breit ist. Also den von Hoya, den ich mal hatte, der war schon schmaler. Das weiß ich noch. Hier mal die Aufschriften. Made in Japan. UV-Filter 67 mm und Zeiss T-Sonar. Ich muss dazu sagen, es ist einer der neueren Generationen. Ich habe auch im Internet recherchiert und geguckt und auch Videos auf YouTube, dass bei den älteren Modellen, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber das Video war von 2012, glaube ich, oder 2010. Da stand der ganze Name Carl Zeiss drauf. Das hat mich hierbei schon gewundert, dass nur Zeiss drauf steht, aber der Verkäufer, da wo ich sie gekauft habe, bei eBay, glaube ich, war das, sagte, dass das eine neue Generation ist und dort nur Zeiss stehen würde. Ja, wenn der das sagt, dann muss es so sein, weil, ja, vor Fälschungen ist man nie sicher, daher muss man gut recherchieren, um alles herauszufinden, ob es so ist oder nicht. Und ja, das war, was mich verwundert hat, aber das ist schon ein Original und so, wie es sein muss. Ich bin mal gespannt, wie er sich an das Objektiv macht und
In erster Linie ist es für mich immer ein Schutz. Die Linse, die ich auch gekauft habe, wie ich gesehen habe, ist auch rund und der Filter ist flach und den kann man auch erstklassig reinigen. Und es ist halt ein Schutz. Das ist das A und O für mich. Und mal schauen, wie der sich macht. Demnächst werde ich das Video mit dem Objektiv machen, wenn es da ist. Und später auch mal die Kamera vorstellen. Aber fürs Erste war es das erstmal. Ich sage hiermit Dankeschön und bis zum nächsten Mal.